Ein kranker Dino-Horror mit Unknown Tapes. Ja, in diesem Video jetzt hier geht es um ein Spiele-Review, was dich da draußen als Dino-Fan hundertprozentig interessieren wird. Weil das könnte tatsächlich so der nächste große Bringer sein, den wir noch vor Jurassic Park Survival erhalten werden. Noch dazu könnt ihr dieses Spiel aktuell komplett kostenlos testen. Nach dem Intro erfahrt ihr, wie das geht, meine Meinung zum Spiel. Ich werde relativ spoilerfrei darüber reden, dass ihr auch noch eine Überraschung erlebt. Und als kleine Überraschung werdet ihr als nächstes Video mein komplettes Gameplay zu dem Spiel sehen, zumindest zu dem Part, den ich bisher zocken konnte, den ich mit euch zusammen live auf Twitch gestreamt habe, und schaut da wirklich mal rein und traut euch einfach mal, die Kopfhörer ein bisschen lauter zu stellen. Das wird auf jeden Fall ziemlich geil. Wir quatschen jetzt hier erstmal komplett spoilerfrei über das Spiel Unknown Tapes und ja, wird auf jeden Fall geil. Viel Spaß mit dem Video. Unknown Tapes ist so ein Ding für alle Dinosaurier-Fans, für alle Horror-Fans und gerade für die Leute, die beides eben zusammen kombiniert haben wollen. Für die Leute, die schon sehr lange sagen, ey, ich will einfach mal wieder ein richtig geiles Dinosaurier-Horrorspiel bekommen. Viele von uns da draußen warten ja schon lange und sehnsüchtig auf Deathground, was uns ja schon vor einer Ewigkeit angepriesen wurde. Und jetzt auf einmal haben wir dieses Spiel hier bekommen. Unknown Tapes heißt die ganze Nummer. Ein Spiel, welches wir in der First-Person-Kamera erleben oder eben aus der First-Person-Sicht erleben. Der Clou dahinter ist folgendes. Das Ding heißt ja Unknown Tapes. Wir spielen die Geschichte so, als wäre das wirklich eine Tape-Aufnahme. Das heißt, wir haben auch wirklich so einen Grizzle-Filter vor der Kamera und bekommen immer wieder mal bestimmte Bildeinbrüche in bestimmten Situationen, die allerdings auch noch nicht mal geskriptet sind. Das heißt, diese verschiedenen Flacker, die können einfach von jetzt auf gleich kommen und tragen wirklich zu dem Charme des Spiels mit dazu. Worum geht's? Im Endeffekt sind wir eine Person, die mit einem Helikopter irgendwo im Nirgendwo abgestürzt ist und wir müssen jetzt versuchen, eine Möglichkeit zu finden, von dort zu fliehen. Während wir allerdings den recht düsteren Ort erkunden, denn das Ganze spielt in der Nacht, müssen wir uns mit einer Taschenlampe zurechtfinden und können immer wieder auf bestimmte Memos oder auch Audioaufnahmen von bestimmten Professoren zugreifen, die uns dann ein bisschen über die Backstory der gesamten Nummer erzählen. Ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, allerdings hat die Nummer schon so ein bisschen Dino Crisis Vibes. Ebenso müssen wir bestimmte Rätsel lösen, wie zum Beispiel Codes, die wir finden müssen. Wir müssen eine Karte finden. Uns anhand der Karte müssen wir uns orientieren und naja, wir haben natürlich auch den Clou des gesamten Spiels, Dinosaurier. Ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass Dinosaurier wirklich so unheimlich waren, wie jetzt hier in diesem Game. Wir hatten bereits auch schon mal das Spiel Oakwood auf Stream gezockt gehabt. Das war ein sehr gutes Dinosaurier-Spiel gewesen, bei dem man aber auch sagen muss, erstmal war die Laufzeit nicht sonderlich lang. Das ist jetzt hier ähnlich der Fall. Zum Zweiten aber, wenn du Oakwood einmal durchgespielt hast, dann kennst du so ungefähr die Kliffe dahinter. Minimale Spoiler zu dem Spiel Oakwood, wenn ihr dann da zum Beispiel durch das hohe Gras lauft bei den Velociraptoren, da werdet ihr so lange sterben, bis ihr irgendwann einfach versteht, dass ihr durch das hohe Gras mit Vollspeed durchrennen müsst, um eben nicht von den Velociraptoren gefressen zu werden. Oder auch die Nummer mit dem Tyrannosaurus Rex, der darf euch eben einfach nicht sehen. Das heißt, wenn ihr hier stehen bleibt, dann sieht er euch nicht. Sobald aber euer Handy klingelt, weil ihr angerufen werdet, müsst ihr wieder Vollgas geben. Das sind so Sachen, die du dann beim zweiten Mal spielen wirklich verinnerlicht hast. Und ich glaube, Oakwood kann man so relativ schnell durchspielen. Die Atmosphäre des Games ist trotzdem geil und auch das Spiel ist jeden Cent wert. Hier allerdings habe ich jetzt das Gefühl gehabt, dass wir wesentlich weniger geskriptete Momente bekommen haben. Beziehungsweise, es gibt hier schon einige sehr krass geskriptete Momente, wie zum Beispiel das Auftauchen des allerersten Raptors. Das wird immer wieder gleich erlebt. Das durch die Wand brechende Spinosaurus, wird jetzt hier nicht verraten, wann es passiert, aber ja, wir haben hier eine Szene mit einem Spinosaurus, der plötzlich aus dem Nichts heraus durch die Wand durchrennt und ihr plötzlich wirklich Nase an Nase mit dem gewaltigen Kopf des Tieres steht. Trotz allem bekommen wir immer wieder kleinere Momente, bei denen wir hier ebenfalls durch hohe Gräser durchschleichen,
müssen und wir hören Geräusche auf uns zukommen. Wir hören Geklacker von rechts, wir hören Geklacker von links. Und es scheint so, als würden sich hier Dinosaurier, wie jetzt zum Beispiel auch die im hohen Gras, relativ frei auf dieser Karte bewegen. Zumindest scheinen die wirklich einfach irgendwann auftauchen zu können. Das ganze Spiel ist also ein gemischtes Konstrukt aus geskripteten Szenen und eben relativ frei bewegenden Dinosauriern. Bis dann irgendwann hin zu einem Moment, an dem ich mir wirklich gedacht habe, Alter, das ist eine unfassbar geniale Idee. Irgendwann stehen wir nämlich vor einem ganz großen Schild, auf dem draufsteht, Spinosaurus befindet sich im See, Vorsicht, Gefahr. Dreimal dürft ihr jetzt raten, wo das Spiel uns dann tatsächlich hinführt. Was dann genau dort passiert, das könnt ihr alle gern selber erleben, denn jetzt kommt hier der Clou. Zum einen werde ich kurz nach Release dieses Videos hier, entweder einen Tag später oder sogar noch am selben Tag, hier auf dem Kanal mein komplettes Gameplay zum Spiel hochladen. Zum anderen aber könnt ihr die komplette Demo dieses Games kostenlos auf Steam herunterladen und sofort spielen. Logischerweise bricht dann die Demo eben irgendwann ab. Es waren, glaube ich, eine Spielzeit von 30 Minuten angegeben. Ich habe ungefähr doppelt so lang gebraucht, wie immer halt bei mir. Das Spiel soll offiziell im ersten Quartal 2025 erscheinen. Also entweder Januar, Februar oder eben März. Was mir einfach hier extrem gut gefallen hat, ist wirklich dieser gesamte Terror, den du eben anhand von ein paar Dinosauriern hast, die du hier auf der Insel auch in der Demo jetzt eben schon kennenlernst. Ich habe euch jetzt eben gerade schon von zweien erzählt, Raptor und Spinosaurus, aber es gibt noch mehr Dinosaurier, die hier zum einen angeteasert werden, aber auch zum anderen in der Demo selber bereits auftauchen. Eine Möglichkeit, euch großartig zu verteidigen, habt ihr ebenfalls nicht. Ihr könnt später eine Waffe finden, wenn ihr das ganz richtig anstellt, dann funktioniert das auch in der Demo. Allerdings haben wir auch hier immer dasselbe Prinzip. Wenn ein Dinosaurier euch erwischt, seid ihr mit einem Schlag tot. Das heißt, ihr habt keine Lebensanzeige, ein Angriff direkt auf den Körper und ihr seid niedergerafft. Das zwingt euch dann eben dazu, wirklich mit Schleichen zu arbeiten. Ihr müsst leise sein tatsächlich. Es gibt in dem Spiel eine Funktion, die euch erklärt, wie ihr hier leise schleichen könnt. Und ihr müsst ganz klar auch zuhören. Das Spiel empfiehlt euch tatsächlich, die ganze Nummer mit Kopfhörern zu spielen. Und ich kann ganz klar sagen, macht das auf jeden Fall. Es gibt eine Stelle im Spiel, die stelle ich mir nahezu unmöglich vor, ohne Kopfhörer zu schaffen. Deswegen, ihr Lieben, auf geht's ab auf Steam. Ladet euch die Demo komplett kostenlos runter. Zockt die ganze Nummer oder schaut euch eben das Video von mir an. Ich werde es euch da oben in der Ecke mal verlinken, wenn ich es jetzt hier schon hochgeladen haben sollte. Wenn es noch nicht online ist, dann auf jeden Fall am nächsten Tag zur Aufnahme dieses Videos. Das ist wirklich ein Game, das wir im Auge behalten sollen. Das werde ich auf jeden Fall auch live auf Twitch komplett durchstreamen, sobald es eben draußen ist. Mitunter eins der geilsten und der überraschendsten Dinosaurier-Spielankündigungen, auf die irgendwie keiner so wirklich gewartet hat, von der auch sehr wenige wissen, und es ist wirklich ein unfassbar geiles Erlebnis. Ich bin sehr auf deine Meinung gespannt. Konnte ich dich damit jetzt hier ein bisschen anfixen? Sagst du, okay, da habe ich jetzt Bock drauf. Kennst du das Game vielleicht? Schreib mir all deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.